Hallo und herzlich willkommen bei Lubera bei den Gartenvideos. Wir sind Anja und Andreas vom kleinen Horrorgarten. Und wir zeigen euch heute, wie man Duftwicken pinziert. Brauchst du jetzt eine Pinzette? Das wirst du gleich merken. Okay. Let's go. Diese Wicken hier haben wir vor ungefähr 4 Wochen gesät. Ihr seht, die sind schon sehr schön gewachsen und die wollen wir jetzt pinzieren. Pinzieren ist nichts anderes als die Spitze von dieser Wicke wegnehmen. Die Wicke verzweigt sich dann besser. Ich kann euch hier mal zeigen, diese Wicke fängt zum Beispiel da unten schon an, sich zu verzweigen. Je mehr Seitentriebe man hat, desto mehr Blüten hat die Wicke später. Und das ist der Grund, warum wir das machen. Ich mache das allerdings nicht bei allen Pflanzen, ich mache das bei der Hälfte der Pflanzen, weil das Pinzieren bedeutet auch, dass die Wicken ein kleines bisschen später blühen. Das heißt, durch das Pinzieren erreiche ich dann auch noch eine längere Blütenzeit. Die unpinzierten blühen ziemlich schnell und die pinzierten dann eben ein bisschen später. Ihr könnt das mit den Fingernägeln machen oder mit so einer Schere. Und es sieht brutal aus, aber glaubt mir, es lohnt sich. Man schneidet eben, genau sieht man das hier, oberhalb von so einem Blatt ab. So, schnapp. Und wenn euch diese armen Wickenspitzen jetzt leid tun und ihr denkt, oh, was mache ich mit denen, habe ich einen Tipp. Ihr entfernt einfach das untere Blatt, so, und den Rest, guck mal, ich gebe dir den mal, den Rest steckt ihr in so Anzuchttöpfchen rein, und zwar so tief, dass dieses abgezwickte Blatt unter der Erde verschwindet. Yep. So. Weg ist es. Das Ganze wird gründlich angegossen. Das wird gründlich angegossen. Hoppala, schwemmt ja gleich wieder raus. Es wird gründlich angegossen und dann kommt da so ein Deckelchen drauf. Das ist quasi so ein kleines Gewächshäuschen. Unter diesem Deckel bildet sich gespannte Luft, also eine feuchte Luft. Gespannte Luft? Jetzt bin ich aber gespannt. Gespannte Luft. Also das ist eine hohe Luftfeuchtigkeit unter diesem Deckel, die dann dafür sorgt, dass dieser Kopfsteckling bewurzelt. Und in ein paar Wochen, wenn er durchgewurzelt ist, könnt ihr den dann auch auspflanzen und ihr habt noch mehr Blüten. Wow. Ja. Das war's zu diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den YouTube-Channel. Oder besucht die Homepage lubera.com. Dort erhaltet ihr Infos zu mehr als 5000 Pflanzen. Wir sagen Tschüss und wünschen euch eine gute Gartenzeit.